Was geht, liebe Rec-Community? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zwei erbitterte Erzfeinde, die Freunde wurden. Vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Wir werden ein bisschen über euren Kampf reden, wie das ausgegangen ist. Ja, ich würde mal sagen, der Sieger kriegt mal den Vortritt, würde ich sagen. Ja, wir haben auf jeden Fall Wien gezeigt, was man alles machen kann. Die Kampfsportszene in Wien hat noch nie so eine große Veranstaltung gehabt. Mit so vielen Zuschauern, über 4000, glaube ich. Das war auf jeden Fall krass, vor so vielen Menschen zu kämpfen. Ihr habt Pay-Per-View gehabt, da waren auch, glaube ich, 1200 Leute. Mashallah, warst du der gehypteste Kampf? Muss man mal gleich rechnen, Bruder. Was sagst du dazu? Wallah, Bruder, alhamdulillah, assalamu alaikum mal. Wallah, es war eine schwierige Zeit, Bruder. Es war nicht leicht, von Anfang an schon unsere Show zu liefern. Wir haben unsere Arbeit gut getan, sehr gut getan. Wir haben nicht nur gearbeitet, wir haben trainiert. Wir haben Verletzungen gehabt, wir haben gearbeitet bis zur letzten Minute, auch im Kampf, wo wir reingegangen sind und gearbeitet haben. Haben wir wirklich gearbeitet, wir haben an das Publikum gedacht, wir haben uns an unseren Kampf gedacht. Wir haben halt nicht nur gekämpft, ja. Und da haben wir auch, wie Sufjan sagt, gezeigt, dass wir Nichtkämpfer mehr getan haben in der österreichischen Szene als viele besten Kämpfer in Österreich, ja, also, ja, Bruder. Ich habe eine Frage jetzt an dich, Bruder, du hast harte Aussagen gemacht, du hast verloren im Endeffekt. Ja, Bruder. Was ich meine, du hast geredet, Bruder, ich verloren, ja, so. Du hast verloren, Bruder, ja. Was sagst du dazu? Ich habe angefangen zum Trainieren, Bruder, ich habe zuerst einen Sehnenriss gehabt, habe 3 bis 4 Wochen nicht trainieren können. Danach habe ich mir gedacht, ich fliege nach Mekka, weil Hazrat Hassan und Hussein, Bruder, ist auch zu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu seiner Türe gekommen und ist gesund nach Hause immer gegangen, habe ich mir gedacht, ich werde dasselbe tun, inshallah, Rabbul Alamin. Bin auch nach Mekka gereist, zu Medina, zu unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ich bin wieder gesund zurückgekommen, so wie Hazrat Hassan und Hussein, alhamdulillah. Bruder, bin zurückgekommen und habe 1,5 Wochen trainiert und habe die zweite Verletzung bekommen von Güven. Danke dir, mein Bruder. Assalamu alaikum. Und war stark, Bruder, in Rippenverletzungen. Und ich konnte eigentlich gar nicht kämpfen. Ich durfte nicht kämpfen, weil der Arzt hat gemeint, dass ich innerhalb 20 Sekunden meine Luft ausgehen sollte und nicht kämpfen konnte. Bruder, ich habe auf die Schmerzen trainiert. Ich habe mir gedacht, Bruder, diesen Junge muss ich jetzt irgendwie Plo machen, dass er absagt. Ich habe dann angefangen, Sachen zu posten, Bruder. Trainings von früher zu posten. Ich habe gar nicht trainiert, Bruder. Nur, dass er absagt, Bruder. Ich habe mir gedacht, dieser Junge, Bruder, der muss absagen, Bruder. Wie kann ich das drehen? Wie mache ich das? Ich habe meinen Bruder angerufen. Er weiß, Omar, Salam Aleikum, Bruder. Hinter Kulissen sind auch Brüder. Ich habe gesagt, ich kann nicht kämpfen, ja. Und er hat gemeint, Alhamdulillah. Weil die unterstützen das überhaupt nicht. Ja, wallah, ja. Und dann ist das so hype gegangen, Bruder. Wirklich so hype gegangen. Ganz Österreich hat auf diesen Kampf gewartet. Das ist ja wirklich viral gegangen. Ja, und ich bin dann halt in der Früh aufgestanden, ganz normal. Mein Arzt ist gekommen ins Hotel und hat mich dann komplett gespritzt. Hat mir eine Narkosespritze, nennt sich das. Und hat komplett alles Narkose gespritzt. Bruder, wir haben, wallah, 3 Runden dominiert, Bruder. Wir haben 3 Runden drinnen gekämpft. Ja. Keiner hat geglaubt, dass wir eine Runde schaffen, Bruder. Also, das musst du dir mal geben. Leute sollen mal halbe Minute einen Boxhandschuh mal in die Hand nehmen und mal in den Käfig hinein. Und dann sollen sie reden, Bruder. Ja. Also. Wir spulen nochmal zurück zum Anfang. Und zwar hat ja der Veranstalter selber den Kampf irgendwie hinbekommen. Hat zwischen uns ein bisschen Fitner gestiftet. Genau, hat auch geklappt, weil ich bin Hitzkopf, der auch. Und sofort, ich habe gesagt, ja, kein Problem. Er sagt, ja, sofort, 1 Minute. Und ich habe es erstmal, ich glaube, wir beide haben das nicht ernst genommen. Wir haben einfach nur zugesagt. Wir dachten, diese Veranstaltung wird auch nicht mal stattfinden und so. Und dann irgendwann wurde es immer ernster. Ich habe Anrufe bekommen, hey, wann kommst du nach Wien? Wie sieht's aus? Machst du die Vorbereitung in Düsseldorf oder in Wien? Dann war ich beim Arzt, weil ich habe auch einen Schleimbeutel, Schulterschleimbeutelentzündung. Eigentlich darf ich gar keinen Sport machen, hat der Arzt gesagt. Bin dann von Miami schnell nach Düsseldorf,
Hab da innerhalb von wenigen Tagen schnell beim Arzt einen Termin geholt. Hat mir nur Cortison gespritzt, weil er meinte, so kurzfristig kann man nichts machen, außer Schmerzmittel. Und dann bin ich dann nach mehrmaligen Anrufen so, komm nach Wien, ist besser, hier haben wir dich, hier haben wir dich unter Beobachtung, hier kannst du nicht absagen. Weil die hatten echt alle, ich glaube, viele haben geglaubt, dass ich auf keinen Fall kämpfe. Und dann war ich da. Das hat schon ein bisschen an meinen Stolz gekratzt. Ich habe gesagt, okay, komm, egal, Düsseldorf oder Wien, ich werde auf jeden Fall trainieren. Und dann war ich halt in Wien irgendwann und habe dann direkt angefangen zu trainieren. Mit Schmerzen auch, ne, weil die Schulter hat wirklich mit immer mehr sie Training... Bei der Waage, ja. Wo er Liegestütze... Ja, genau, genau. Genau, das habe ich versucht so. Es hat schon wehgetan. Ich wollte ihm nicht zeigen, dass es. Ja, genau, dann habe ich so auf Spaß gemacht, weißt du? Aber das hast du gemerkt. Ja, auf jeden Fall, die rechte Schulter hat sehr wehgetan. Aber ich habe trotzdem mein Training durchgezogen, mehr mit links gemacht, mehr gekickt und so weiter. Dann habe ich irgendwann auch, weil ich an den Punkt gelangt wie er und habe gedacht, so hoffentlich sagt er ab. Ich habe dann auch gehört von Leuten, dass er Verletzungen hat, irgendwie hier Unterleib, irgendwas hatte der. Ja, da war er hat gesagt, das war das Gute, dass ich in Wien war. Du hörst von jedem irgendwie, immer kam irgendjemand vom anderen Gym rüber, hat gesagt so, hey, der hat sich verletzt hier. Ich so, okay, gut. Und dann irgendwann kam noch einer, hey, der hat hier jetzt Rippenprellung. Ich so, war es wirklich? Aber ich wusste auch nicht, wem ich vertrauen kann, wem nicht. Vielleicht haben die nur so... Und, er ist dann zu Mager gerannt, hat gesagt, hey Mager, der Beton hat eine Rippenverletzung und so. Mager und mir. Und er sagt, na Bruder, was für Rippenverletzung, hey. So kann dieser Junge eh nicht kämpfen. Weißt du, nur ihm zu beruhigen. Aber ich habe wirklich Rippenverletzung gehabt, Bruder. Ich konnte wirklich nicht trainieren, Bruder. Ich war Bruder, wirklich kaputt. Eine Frage, hast du Tauber gemacht wegen dieser Wallahi Billahi? Auf das will ich jetzt kommen, Bruder. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum ja, deswegen sitzen wir auch hier zusammen, um ein Interview machen, weil alles, was gesagt wurde, haben wir dann im Käfig, den ganzen Trash-Talk und so hin oder her. Er hat natürlich viel mehr Scheiße gebaut als ich. Ich habe es immer halt nicht unter die Gürtellinie. Er ja auch nicht, aber er hat halt ein bisschen sich selbst überschätzt, sage ich jetzt mal. Ja, und deswegen habe ich gedacht, komm, setzen wir uns hin, weil für mich ist die Sache gegessen. Kein böses Blut? Nein, kein böses Blut. Hast du ihm seine 150 Euro schon zurückgegeben? Ja. Alles geklärt? Alles geklärt. Jetzt sind wieder Freunde. Alhamdulillah. Das ist wichtig. Auf jeden Fall wollte ich halt, dass die Leute dann, ja, vielleicht nach dem Interview die Sache anders sehen, wenn er halt sich dazu äußert. Was sagst du dazu? Oder ich sag dir eins dazu. Diese Sache, wo wir so hype raufgegangen sind und wir waren eine Show drinnen und alles drum und dran. Das, was ich gesagt habe mit Wallahi, das ist, Bruder, würde ich nie wieder in mein Leben machen, erstens. Und zweitens, Bruder, das war alles für euch, das war alles für Publikum, das war alles, Bruder, jede einzelne Show, was wir gearbeitet haben, getan haben, gemacht haben, ist alles für euch gewesen. Und für keinen anderen. Ihr habt Spaß gehabt vom Anfang an. Wir haben angefangen mit Interviews, mit Rex, mit unseren Stories. Wir haben jeden Tag gearbeitet. Wir haben euch das interessant gemacht. Es war nur für euch, für das Publikum. Wir sind reingegangen in den Kampf. Wir sind mit einem schönen Musik reingegangen. Ganzes Stadion hat angefangen zu beben, Bruder. Wie sie alle haben angefangen zum Schreien, Bruder. Das hat österreichische, die größten Kämpfer nicht geschafft, was wir geschafft haben. Wir sind reingegangen, Bruder, die ersten 3 Minuten, wir haben dominiert, schön dominiert für unser Publikum. Er macht diese Helikopter. Ich und Farid haben euren Kampf im Auto geguckt. Wir waren ein Video drehen davor. Und wir haben über Mansur sein Live haben wir geschaut. War sehr spannend auf jeden Fall. Du musst dir denken, Bruder, die ganze Stadt hat ja auf diesen Kampf gewartet. So. Sicher, Bruder, ganz, Bruder, es sind Leute von Deutschland gekommen. Genau. Es sind, Bruder, Leute sind halt von Wellen geschlagen. Gekommen. Es sind, Bruder, das war richtig Hype. Wir haben in österreichischer Szene das geschafft, was bis heute kein Kämpfer geschafft hat. Es hat Sufjan und Beton hat das geschafft, was keiner geschafft hat, Bruder. Auf jeden Fall. Ich sage euch das ehrlich und offen. Ja? Und diese Rederei, Mederei, diese Hin und Her, das war alles für unsere Zuschauer und für unsere Community. Für Community, dass ihr Spaß habt. Wir haben Wien zur Bewegung gebracht. Und Nana, was glaubt ihr? Ey, was ist mal jetzt ganz gut, dieses Nana. Was ist, kommen jetzt Nana-Merch oder nicht? Was, Merch? Nana.
Nana? Ja. Inshallah, ein Pfefferminz hier, Nana. Ja, ja, Nana. Inshallah. Wir haben jetzt darüber auch gesprochen. Musst du unbedingt machen, Bruder. Unbedingt. Inshallah, ja, Bruder. Da kostet ein T-Shirt zwischen 299 und 480 Euro, Inshallah, Bruder. Aber wir haben Inshallah. Die kriegen aber gratis, oder? Ja, Inshallah, Bruder. Inshallah, Alhamdulillah. Kriegst du eins gratis. Wir werden Polos machen, Inshallah, so wie... Wie Ralph Lauren-mäßig? So Ralph Lauren-mäßig, ja, aber so hinten länglich nach Sonne. Mashallah, das, wie das ist gut. So mach das, wirklich islamisch so hinten. Das ist wirklich eine super schön. Idee, Bruder. Mal zu dir eine Frage, wie würdest du nochmal kämpfen wollen so? Bruder, ich sag dir ehrlich und offen, er ist mein Bruder, aber ich lasse ihn nicht. Ja, eine Rematch gibt's. Sicher, Bruder. Was sagst du? Gibt's Rematch? Erstmal nicht, also wir suchen erstmal einen anderen Gegner. Ja? Vielleicht kämpft er gegen jemanden und dann, wenn er gewonnen hat, dann wird's wieder interessant. Bruder, eins muss ich euch sagen, Bruder... Jeder, was das sieht so von draußen, ihr glaubt sie, Wallahi, das ist leicht, Mann. Bruder, wir haben angefangen, 3,5 Monate zu arbeiten. Das ist Arbeiten. Das ist nicht irgendwas, Bruder. Jeden Tag diese Stories reinhauen, zu trainieren, die Publikum zu noch mehr interessant zu machen, Bruder. Und ganze Shows, alles, was wir angezogen haben, reingegangen sind, Bruder, überall Hype gegangen, diese Stories da, Bruder, Wallahi, ist nicht leicht. Und dieser Junge macht einen Kampf, nächsten Tag steht einer, Bruder, verstehst du, was man macht mit Story und will ihn herausfordern, Bruder, dieser Junge ist auch müde. Wir sind müde, Bruder. Glaubt's mir das? Das ist nicht leicht. Das, was wir geschafft haben, mit 4.876 Leuten in ein Stadion zu bringen und wo wir unseren Kampf fertiggestellt haben, Bruder, Stadion war leer, Bruder. Die sind nur für uns gekommen. Ja, ja. Glaub es mir, ja, Bruder. Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das Stadion war leer, Bruder. Das ist nicht irgendwie, Bruder, wir kommen hierher. Bruder, wir sind müde geworden. Wallah, ich will gar nichts mehr hören eigentlich von dieser Sache. Es war am Anfang so, wir haben es beide auf leichte Schulter genommen. Ja. Und dann irgendwann, durch die Leute auch, weißt du, es kommen Leute von links, von rechts, von seiner Seite, meiner Seite. Social Media. Genau. Bruder, wir konnten nicht da mal mehr sitzen irgendwo, ja? Ich will mich nicht mit McGregor und Khabib vergleichen. Aber es hat auf jeden Fall Wellen geschlagen, muss man ehrlich sagen. Ja, und diese Beleidigungen, ich habe den dann beleidigt, er ist ausgerastet. Waren wir zufällig da im Restaurant? Corleone. An der Stelle liebe Grüße an Rami. Es hätte auch eskalieren können, aber da waren halt genug Jungs. Ihr habt auf jeden Fall gute Show abgeliefert, muss man dazu sagen. Ja. Bruder, da steckt Arbeit dahinter. Bruder, schau. Da steht wirklich schau. Arbeit dahinter. Arbeit hin, Arbeit her. Ja, ihr habt gekämpft, ihr wurdet bezahlt. Reden wir mal über Geld. Hat sich das ausgezahlt zu kämpfen? Ja, das ist die Frage, die meisten stellen. Bruder, das interessiert jeden, Mann. Ihr habt gekämpft, ihr habt eine Gage dafür gekriegt. Jani, hat sich das gelohnt? Ich will keine Summe hören, weil über Geld redet man nicht. Bruder, ich will nur wissen, ob sich Sparta, das... Ich habe Sparta geschlagen, Bruder. Ich bin der König des Spartas. Ich bin der König. Ich habe, egal ob ich dort 3 Runden dominiert habe, in deinen inkten Händen, ich habe Sparta aufgebaut. Ich bin in Sparta, mein ganzes Show, alles, Bruder. Das ist sicher, Bruder. Ich habe auch Sparta ausgeräumt, Bruder. Ja, nee, das hat sich ausgezahlt. Na, sicher, Bruder. Also, für dich? Ja. Ich verzichte nicht über einen Monat auf Strand und Sonne. Komm hier hin, Wind, Regen. Hat geschmeckt also. Also wenn ich nach Ramadan will, werde ich auf jeden Fall einen schönen Urlaub machen auf Inshallah. Den Bahamas. Oder auf den Bahamas? Ja. Inshallah. Auf jeden Fall. Schmeckt, Bruder, ja. Sparta an der Stelle. Vielleicht, wenn ihr Gegner habt, ruft mich an. Ja, Haube. Nein, Spaß. Bruder, ich finde schön, dass ihr euch wieder vertragen habt. Alhamdulillah, das ist mal das Wichtigste. Und auch die Leute jetzt vor den Bildschirmen auch wissen, dass das nicht nur Show war, dass da auch wirklich eine Reiberei zwischen euch war, die aber auf sportlicher Ebene geklärt worden ist. Und ja, wenn ihr noch irgendwas zu sagen habt, habt ihr jetzt die letzte Möglichkeit. Ja, aber Bruder, eins wollte ich sagen, das ist nicht Straße, das hat null zu tun mit Straße. Ich habe gesagt, ich komme von Straße im Rasse, aber Bruder, dort hat nichts mit Straße zu tun. Wie ich in diesen Stadion reingekommen bin, Bruder, und diese 5000 Menschen gesehen habe, Bruder, Wallahi, in diesem Moment, ich habe keine Luft mehr bekommen, Bruder. Ich schwöre dir, glaubt mir das, Bruder. Ich sehe noch Muster, sagt, schlag ihn, schlag ihn. Bruder, nein, Muster, Bruder, nach Kamp, Bruder. Er sagt noch so, wo ist Geld, wo kriegt mein Papa Geld? Bruder, Wallahi, es ist nicht leicht. Es ist wirklich nicht leicht, Mann. Wenn jemand glaubt, Bruder, dass sie jetzt dort reingehen und zu kämpfen können, sollen sie mal schauen, Bruder. Schauen mal, Bruder. Erste Runde, schauen wir dann, wie sie da
bis sie da Luft wegbekommen. Keiner hat geglaubt, Bruder, dass wir eine Runde schaffen. Ja, wir haben erste Runde geschafft. Wir haben zweite Runde geschafft. Wir haben dritte Runde geschafft. Wir haben letzte Minute, Bruder. Er hat dich zum Tapen gebracht, Bruder. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Bruder. Ich sage dir, das ist auch von Gott gekommen. Das kommt auch von Gott. Verstehst du, was ich meine? Hätte ich vielleicht dort gewonnen, Bruder, wäre andere Sachen passiert. Bruder, hätte ich mich nicht mehr konzentrieren können. Bruder, schau, ich habe in österreichische Szene eins gesehen. Hätte ich dort gewonnen, Wallahi Billahi. Wie ihr gesehen habt, Bruder, wie ich dort verloren habe, ich bin in Sajda, in Ruku runtergegangen. Ja. Habt ihr gesehen? Haben weißt du, gesehen, wieso? Man. Weil ich habe mich bedankt bei Allah. Danke dir, dass ich sogar verloren habe. Was? Weißt du, ich war glücklich, Bruder, dass ich verloren habe. Wisst ihr, warum? Bruder, Wallahi, hätte ich dort nicht verloren. Hätte ich gewonnen. Bruder, mein Ego, diese Leute. Haha, Bruder, Wallahi, ihr wisst nicht, wie Wien ist. Diese Leute, die hätten mich dann gesehen wie Bruce Lee, Bruder. Ob hier, keine Ahnung, wer, Bruder. Verstehst du? Ich bin aber das nicht. Ich bin Beton, Bruder. Verstehst du? Und ich war immer Beton. Ich war immer ein bodenständiger Junge. Verstehst du, was ich meine? Und fertig, Bruder. Und Alhamdulillah ist das so gekommen, Jan. Alhamdulillah, dass so gekommen ist. Aber nächste, Bruder, inshallah. Wir werden jetzt, inshallah, kriegen wir einen neuen Gegner, Bruder. Dann, inshallah, Bruder, den mache ich, Bruder, inshallah, auch. Erledige ich auch, inshallah, den Sufjan, Bruder. Ich muss, Bruder. Das ist, ich muss das, Bruder. Weißt du warum? Das ist einfach, Bruder. Bruder, wir müssen dann trainieren. Er wird auch dann richtig trainieren. Verstehst du? Und wir werden noch bessere Show machen, noch besseren Kampf zeigen. Und eins sage ich euch, und dann kommen wir, inshallah, in die TikTok-Szene. Diese TikTok-Szene gefällt mir überhaupt nicht, weil dieser redet und dann dieser, wer ist dieser Albaner? Ja? Barello. Barello, Mann. Der kämpft heute. Bruder, hey, der kämpft morgen. Der kämpft Bruder, morgen, verstehst Bruder. Du? Wirklich, Bruder. Und diese Leute, Bruder, ich schwöre dir, dieser Barello, Marello, muss man auch einmal runterholen. Würdest du den klatschen wollen? Bruder, sicher klatsche ich den. Und den werde ich auch, inshallah, klatschen, Bruder. Inshallah, Bruder, auf das muss jetzt kommen. Barello, Mann, ich würde mir das nicht gefallen lassen, wenn er so über mich redet. Ich sag dir ehrlich. Wir werden dann in TikTok-Szene gehen und dann, Bruder, werden mal hier aufräumen, inshallah. Yani, du forderst, verstehe ich das richtig, du forderst Barello raus nach seinem Kampf. Inshallah, Bruder. Ja, dann sollte Margo jetzt vielleicht mal, weil Barello kämpft morgen. Vielleicht gegen Fat Comedy, gell? Ich weiß gar nicht, Bruder. Ja, ich glaube, gegen Fat Comedy, Bruder. Das ist ein guter Bruder, er war bei uns. Er kam dabei, Assalamu alaikum. Auf jeden Fall. Sehr guter Bruder, er ist gekommen. Hab ich gesehen. Wallah, sehr guter Junge, Bruder. Inshallah gewinnst du, Bruder. Und Margo, schick mal Angebot an Barello, vielleicht kämpft er gegen Bühne. Inshallah, Bruder. Und Nana. Bruder, noch abschließende Worte von dir? Weil mein Akku leer war, hab da jemanden nach dem Weg gefragt und er meinte, bist du nicht dieser Kämpfer, der gekämpft hat? Ein älterer Mann, also wirklich. Das ist ja das Krasse an Sparta. Da waren wirklich bunt gemischtes Publikum. Ja, ältere, ja, ja. Jüngere, Frauen, nicht nur Männer, da waren auch viele Frauen, nicht nur halt wie in den normalen Kampfsportveranstaltungen. Bunt gemischt, ja. Und da war ein älterer Mann und er meinte, hast du nicht gekämpft und so? Und ich habe mir gedacht, wie hat er das geguckt? War er mit seinem Sohn da oder so? Meinte, ja, meinte, super Kampf, wirklich, war geil und so. Und dann habe ich ihm gesagt, ich muss da und da hin. Und meinte, komm, steig ein, ich fahre dich. Voll süß, ja. Also diese Veranstaltung, voll süß. Beton hat mich in Wien berühmt gemacht. Bei der Fahrt habe ich ihn gefragt, wo hast du den Kampf, wo hast du das gesehen? Meint er auf TikTok, so ein älterer Mann. Das ist voll viral gegangen, ja. Ich habe mit Freunden telefoniert, die haben mir alle Glückwunsch, die haben mir halt Glück gewünscht und so, genau. Und da war Beton, waren wir essen zusammen, das war ein paar Tage nach dem Kampf, genau. Genau, und dann habe ich den Beton gezeigt und die kannten den alle. Die haben alle sich gefreut, den zu sehen. Also in Düsseldorf kennt man den jetzt auf jeden Fall auch. Ja, Bruder. Du bist eine Berühmtheit geworden. Du wolltest noch was sagen? Eins wollte ich sagen. Danke an Sinan. Danke an Maga, Bruder, für diese Veranstaltung. Weil die haben das geschafft, was wirklich keiner geschafft hat in österreichischen Szene. Und ja, Bruder, let's go. Sparta 3, inshallah. Ja, auf jeden Fall. Sparta 3 bin ich auch dabei. An der Stelle vielen Dank fürs Einschalten. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, Beschwerden habt, schreibt es in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.